Hallo und schönen guten Tag an alle Lateininteressierten. Nachdem nun ein paar Tage vergangen sind und natürlich jeder voller Begeisterung diesen Lateintext, diesen Cäsartext weiter bearbeitet hat, möchte ich mich auch einmal kurz einschalten und so ein bisschen etwas dazu liefern, was man ansatzweise als Musterlösung bezeichnen könnte. Ich brauche, glaube ich, nicht noch einmal die vielen Aufgaben vorzulesen, die hier alle drunter stehen, sondern wir können gleich einsteigen. Den ersten Satz hatte ich ja schon erklärt. Wir schauen uns einmal den nächsten Satz an. Positis castris amilibus passuum. Ich sage jetzt einmal 15, sonst sagt nachher jemand, ich kenne die lateinischen Zahlwörter nicht. Auxilia Germanorum expectare, erster Rechtschreibfehler, constituunt. Wenn man jetzt einmal hinguckt, ich gucke immer zuerst auf die Verben. Das unterstreiche ich einmal, weil das ganz klar Verben sind. An den Anfang bei Cäsar sage ich euch natürlich, die Lieblingsstruktur der Cäsar-Texte ist der Ablativus Absolutus. Hat man natürlich hier vorne sofort einstehen. Positis Castris habt ihr vielleicht auch gefunden beim Durchgucken. Unterstreiche ich auch mal, damit ich sehe, was ich schon fertig habe. Jetzt schauen wir uns mal A und ab. Amilibus passuum und dann eine Zahlangabe. Das ist also eine Konjunktion, die ein paar Wörter nach sich zieht. Auch das gehört zusammen. Und dann haben wir hier schließlich Auxilia Germanorum, ein Genitivattribut, die Hilfe der Griechen. Auch das mache ich einmal so. Und wenn ich das jetzt trenne, dann könnt ihr das, kann man das relativ einfach übersetzen. Ich bin ein Freund, einen Ablativus Absolutus als Hauptsatz zu übersetzen. Dann ist man damit fertig und man muss da nicht so einen Band vorm Satz machen. Also Positis Castris, das Lager war schließlich aufgeschlagen worden. Punkt. Oder Semikolon. Fertig. Dann hat man das erledigt. Und wenn dann beginnt man natürlich, das wisst ihr alle aus dem ersten Lehrjahr Latein, ganz wichtig, man fängt hinten bei den Verben an. Constituunt expectare, sie beschließen zu warten. Ihr seht jetzt hier ja eine Merkwürdigkeit. Es ist ja eine Geschichte, die erzählt wird. Hier steht jetzt kein Imperfekt oder kein Perfekt, sondern es steht hier ein Präsens, ein kleiner Kunstgriff, um den Text etwas lebendiger zu machen, in der Fachliteratur auch unter dem Namen Präsens Historicum zu finden. Ein Kunstgriff, wie gesagt, um den Text etwas lebhafter zu gestalten. Ich mache es trotzdem mit dem Imperfekt. Sie beschlossen zu warten, und zwar Auxilia Germanorum, die Hilfe der Germanen. Und dann haben wir hier noch von Milibus 15, Milibus Passum von 15.000 Doppelschritt, das sind 15 Meilen. Also wissen wir, das gehört noch hier zu dem Lageraufschlagen, denn die beschließen ja nicht in einer Entfernung von 15 Meilen auf die Hilfe oder auf die Hilfstruppen der Germanen zu warten, sondern sie schlagen das Lager in einer Entfernung von 15 Doppelschritten auf, Semikolon. Daraufhin erwarten sie die Hilfe der Germanen oder die Hilfstruppe der Germanen. Fertig. So, ihr seht den nächsten Satz, der ist so lang, den kriegt man gar nicht in eine Zeile. Ich könnte jetzt so eine Sechser-Schrift machen und dann ist das okay. Deshalb ist es ganz wichtig bei solchen Klamotten, dass ihr das wichtigste Kriterium sind die Verben. Und wir gucken natürlich auf Satzverbinder wie et oder atque. Aber wichtig sind die Verben. Auf jeden Fall, wenn wir ein Verb gefunden haben, dann kommt das ein senkrechter Strich hin, dann weiß man, bis zu der Stelle kann ich erstmal übersetzen. Also gucken wir mal und haben unten die Aufgaben alle im Kopf. Labienus hostium, cognito consilio. Klar, was sonst? Ablativus absolutus. Mache ich mal so ein bisschen. So, hervorragend. Dann schauen wir mal weiter. Sperans, eine
NSNT ein Partizip Präsens aktiv und zwar im Nominativ. Das heißt, das bezieht sich auf den Labienus und deshalb mache ich hier einmal so einen senkrechten Strich und füge da mal so einen Trenner ein. Dann haben wir schon mal einen ersten Hilfsansatz, wie weit man übersetzen kann. Jetzt lesen wir aufmerksam weiter. Temeritate eorum, eorum ein Genitivattribut, orum zu temeritate, unterstreiche ich. Fore, das ist gemein. Ja, fore ist gemein. Ihr wisst vielleicht oder ihr wisst es auch nicht. Ich sage es zum dritten Mal, fore ist gemein, ist eine Abkürzung für futurum esse. Ja, wer weiß das schon, wenn man das nicht täglich macht, ist okay. Also, jetzt bin ich mal noch gemeiner, futurum esse. Und dann haben wir natürlich wieder so einen Trenner. Lesen wir mal weiter. Schön auf die Endungen gucken. Ali quam dimicandi, eine ND-Form. Facultatem. Aliquam dimicandi facultatem. Das gehört zusammen. Aliquam dimicandi aliquam facultatem ist ein Akkusativ mit einem Genitivattribut dazwischen. Facultatem. Presidio. Wenn ihr jetzt guckt, steht dieses Presidio. Das steht da erstmal total alleine, da kann man gar nichts mit anfangen. Also guckt man besonders aufmerksam Quinque, Cohortium, offenbar geht es um 5 Kohorten, Impedimentis, passt absolut nicht, Relicto. Relicto, da war noch was. Ihr seht, Relicto. Impedimentis, Quartium, Quinque, Presidio. Das ist tatsächlich ein Ablativus Absolutus. Das ist definitiv zu groß. Das ist mir auch noch zu groß. Hätte ich auch so stehen lassen können. Ist egal. So. Schauen wir weiter. Ablativus Absolutus mit einer Presidio Relicto. Ja, Präsidium, der Schutz, ja, nachdem der Schutz zurückgelassen worden war. Quinque, Cohortium, Genitivattribut, Impedimentis. Machen wir einmal weiter. Cum, mitten im Satz ein Cum. Das kann nur eine Präposition sein, die mit dem Ablativ steht. Cum viginti quinque cohortibus, da sind sie, und jetzt seht ihr et magno equitatu, haben wir auch, mache ich auch einmal fett und unterstrichen. Oh, jetzt habe ich das falsch gemacht, et magno equitatu, so wollte ich das haben, fett und unterstrichen. Jetzt geht das nicht mehr. Jetzt geht es wieder. Und jetzt seht ihr als nächstes contra hostem. Wieder eine Präposition mit dem Akkusativ. Proficiscitur. Mache ich einen Abschnitt. Et mille passuum intermisso spatio. Ein Ablativus Absolutus. Ist es denn die Wahrheit? Spatium. Fett. Castra communit. Ja, ihr seht, dass es ganz wichtig ist,
den Satz vorher zu strukturieren, und zwar die Aufgaben, die ich vorher unten angeschrieben habe. Wenn man die im Kopf hat, ich weiß, dass das schwierig ist. Natürlich kann ich das nicht so, weil ich so genial bin, sondern weil ich das schon viele Jahrzehnte mache. Ich bekenne auch zu meiner Schande, dass das nicht zum ersten Mal ist, dass ich diesen Text übersetze. Aber es ist ganz wichtig, dass man den Text mit den Endungen aufmerksam liest. Wir gehen einmal, ich darf das jetzt einmal machen, ich nehme das einmal raus, und zwar die Ablativus-Absolutus-Konstruktionen. Ich hatte ja gesagt, als Hauptsatz, dann kann man die rausnehmen und an entsprechender Stelle wieder aufbauen. Hier unten zum Beispiel, wir fangen mal hier unten an. Spatio, irgendwie fehlt da irgendwie was. Spatio muss ich mal eben in meinem anderen. Nö, da steht nicht. Ich übernehme einfach mal Spatio intermisso. Ach so, et mille Spatio passum intermisso, 1000 Doppelschritte. Entschuldigt, das Mille habe ich übersehen. So muss das dann. Mitten, glaube ich, fett unterstrichen. Lasse ich so stehen. Ein Zwischenraum von einer Meile war dazwischen gelassen worden. Ein Abstand, das hört sich völlig beknackt an. Man hat einen Abstand von einer Meile gehalten. Dann hat man diesen Satz schon übersetzt und Castra communit und schlug das Lager auf. Also letzte Zeile, man hat einen Abstand von einer Meile gehalten und schlug das Lager auf. Gucken wir uns mal oben an, bis Sperans. Labienus, ein Freund des Cäsar, entschuldigt, ein Untergeordneter, ein Unterführer des Cäsar, ein Partizip Präsensaktiv. Auch daraus macht man einen Hauptsatz. Labienus hoffte. Und dann ein Ablativus Absolutus, cognito consilio. Nachdem oder der Plan war erkannt worden. Natürlich der Plan der Feinde war erkannt worden. Semikolon. Dann hoffte Labienus. Was hoffte er? Jetzt kommt ein ACI. Mache ich einen Das-Satz und zwar bis esse. Das durch den Schrecken, dass die sich erschrecken werden, dass durch den Schrecken derer seien werde. Ich würde erstmal sagen, dass die sich erschrecken werden. Dann geht es weiter. Aliquam facultatem, irgendeine Möglichkeit, dimicandi, und dann wieder presidio quinque cohortium impedimentis relicto. Zum Schutz war eine Abteilung von 5 Kohorten zurückgelassen worden. Dann geht es hier unten weiter mit 25 Kohorten und einer großen Reiterei. Contra hostem, gegen den Feind, brach er auf. Wie macht man das? Ich habe euch ja in den letzten Videos schon gesagt, dass man sich diese Wortblöcke rausschreibt, dass man diese Wortblöcke, so wie ich das jetzt mündlich gemacht habe, übersetzt und dann schriftlich entsprechend dem vorgegebenen Text diese Wortblöcke wieder zusammenfügt. Das, was ich jetzt also mündlich gemacht habe, muss man natürlich aufschreiben. Das möchte ich aber jetzt nicht. Könnt ihr sicherlich alleine. Ich habe ja auch, glaube ich, schon den größten Teil des Textes jetzt vorgegeben. Vielleicht machen wir das doch beim nächsten Mal. Muss ich mir mal überlegen. Ist eher so eine spontane Sache. Das bleibt. Muss ich noch ein Video machen. Und zwar denke ich mir, das übersetze ich noch. Und der Rest ist dann Hausaufgabe für euch, da könnt ihr euch dran versuchen, das, was ihr hier gelernt habt, einmal anzuwenden. Okay, dann bis zum nächsten Video, der letzte Abschnitt, gleiche Aufgaben. Wenn es euch Spaß macht, könnt ihr ein bisschen vorarbeiten. Ich versuche dann so eine Art Musterlösung zu erklären. Tschüss, bis zum nächsten Mal.